Ich habe schon oft gesagt, ich bin immer skeptisch über seine Wahl. Was ist das überhaupt für ein Auto? Ist das ein... Von vorne würde ich sagen BMW. Die Marke ist so Mercedes und das Heck sieht so Audi aus. Ich glaube, das ist einfach ein Baum Racing Special oder so. Warte mal, ist das der Krieger, den ich bei der Katerjagd nicht einholen konnte? Ich habe zwei Buffalo weggefahren. Also das ist quasi genau derselbe, nur mit einer anderen Lackierung und anderen Reifen. Aber ansonsten ist er eigentlich gleich. Okay, ich bin soweit. Krieger ist bei der Katerjagd zugelassen? Ja, wieso nicht? Ja, aber der ist doch schneller als der Sultan. Ja, aber lässt er sich besser handeln? Wir sind außerdem nicht bei der Katerjagd, sondern bei der Katerjagd. Achso, nee, er hatte den bei der Katerjagd als Gejagter, nicht als Jäger. Achso, als Jäger. Achso, ja, dann, okay. Und ich konnte ihn mit dem Heli nicht einholen. Das war gruselig. Okay. Viel Spaß. Darf ich das Lied auch einmal komplett hören? Yes, ich schieb so schön, kurz raus. Tschüss. Ich bin wirklich gespannt, wie gut er sich schlägt. Den habe ich nicht getestet. Aber wie gesagt, bei einer Katerjagd hatte er den als Gejagter und ich habe versucht, ihn mit dem Heli zu verfolgen. Ich habe ihn gesehen, aber ich konnte ihn nicht einholen mit dem Heli. Also das ist ein wirklich unglaublich schnelles Fahrzeug. Und ja, er ist erlaubt, natürlich. Also hier. Und auch als Gejagter ist er erlaubt. Auch wenn es ganz schnell heftig ist. Ich zweifle halt ein bisschen am Handling. Okay, tschüss. Wobei diese Strecke durchaus sportwagenfreundlich ist. Ich habe einige Sportwagen getestet. Und die waren ziemlich gut. Ich höre schon wieder die Polizei. Okay, gut. Die macht halt ihren Job für Sicherheit und Ordnung. Das finde ich gut. Ja, ich halte mich fest, ich halte mich fest. Ah, okay. Ja, Baum im Baum. Oder ist das ein Busch? Ich weiß nicht. Echt Mut, mit dem Supersportwagen halt zu fahren. Ich hatte eigentlich überlegt, auch mit dem Centorno zu fahren. Dem Lamborghini, keine Ahnung, wahrscheinlich Huracan. Wahrscheinlich Huracan. Irgendwie verschnitt. Und tschüss! Schon wieder. Aber bis unten, Lamer. Aber das Interessante ist, er schmeißt das Ding hier durch die Gegend. Das läuft nicht so geil. Aber es ist ja, wie gesagt, nur die Trainingsrunde. Und... ich sehe keinen Kratzer an der Karre. Was ist denn das? Ich frage mich jetzt, ob Baum mit dem Wagen auch trainiert hat. Ich frage mich vielleicht auch, ob Baum trainiert hat. Aber das Interessante ist, Baum hat 20 Minuten vor Eventbeginn mich gefragt, ob der Wagen erlaubt ist. Entweder hat er sich spontan umentschieden oder es fiel ihm dann erst ein, dass der Wagen vielleicht zu heftig sein könnte. Und ich finde, er beschleunigt auch so, was ich sehe. Ich spüre es ja nicht, weil ich ihn nicht fahre. Das ist ja noch was anderes. Er beschleunigt einfach zu hart, der Wagen, sodass man überall möglich gegenfährt. Und fährt halt so analog, so geradeaus, dann eckig korrigieren, dann wieder geradeaus. Uff. Aber, ja. Baum macht das schon, denke ich. Schuss auf Sach abgekriegt, ist okay. Sieht man auch nichts von. Der Wagen steckt einiges weg, ohne optisch Schaden zu nehmen. Jetzt fährt auf jeden Fall, er fährt auf jeden Fall sehr schön diese Kurve, wie ich meinte, mit dem Vollgas einfach durchzimmern. Und jetzt fliegen wir, boah, ich dachte, wir fliegen sonst wohin. Uff, das ist nervenzehrend. Aber Action. Wie gesagt, ich bin hier für die Action und die kriege ich. Okay, da ist Dreck. Er kann verletzt werden, es ist kein Gott. Also ich glaube, auf einem Rundkursrennen oder so wäre der wirklich interessant bei der Rallye. Ich bleibe skeptisch und ich bin sehr gespannt, ob die Zeit hier fahren wird. Aber er macht halt viel Boden hier auf dem Asphalt gut, ne? Ja, mal jetzt hier. Und da jetzt zieht er richtig durch. Der Baum hat die letzte Karte-Rallye, die erste Karte-Rallye gewonnen, deswegen heißt sie auch Baumfahrt. Mit einem Pfister Comet Safari. Das war ein richtiges Rallye-Auto. Finde ich interessant, dass er den hier hat. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Er hat auf jeden Fall echt gute Bremsen, Alter. So, wenn er will, kann er ein neues Auto haben und ich glaube. Ich weiß nicht. Ah, okay, gut. Dann gehe ich schon mal zur Startlinie. Bisschen Beine vertreten, ist ganz schön eng in den Bedingungen da. Okay, wir sind bereit, glaube ich. Ja, ja,
die gleichen Räder wie ich. Boom, und da fliegt er los. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf seine Zeit. Wie diese Runde fahren wird. Ja, das kann man retten. Der Baum hilft ein bisschen. Guck mal, die Bäume helfen sich untereinander. Der hat die Kontrolle verloren. Der Baum hat ihn wieder reingeschmissen. Er hat gesagt, nee, nee, hier lang, Bäumchen. Ich habe schon oft gesagt, ich bin immer skeptisch über seine Wahl. Was ist das überhaupt für ein Auto? Ist das ein... Von vorne würde ich sagen BMW. Die Marke ist so Mercedes und das Heck sieht so Audi aus. Ich glaube, das ist einfach ein Baum Racing Special oder so. Vielleicht ist das auch... Einige sind ja auch einige Prototypen in dem Spiel hier drin. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Baum jetzt hoffentlich Spaß hat bei dieser Runde. Und eventuell fährt er sogar eine fancy Zeit. Wir werden sehen. Wir sind oben beim Lager. Die schlafen mit Glück. Ich weiß nicht, ob die jemals schlafen. Mein Laster steht da noch. Das ist gut. Das ist ziemlich stabil. Jetzt guck, man kann die mobile Kommandozentrale gleichzeitig mit einem persönlichen Fahrzeug draußen haben. Deswegen habe ich das dazu gepackt. Da kommen zumindest die Irren nicht raus gerade und schießen auf uns. Sehr schön. Und der Sprung. Das ist auch okay. Das ist leichte Abkürzung über das Grün. Hier schleudern und ab jetzt geht's bergab. Er fährt auf jeden Fall viel besser als bei der Proberunde, aber genau dafür ist die auch da, um nochmal genau zu sehen, wo muss ich aufpassen. Selbst wenn man vorher noch trainiert hat, dann steht da erstmal, die stehen da jetzt erstmal eine Zeit lang rum, während die anderen fahren. Das Training ist momentär, dieses Training kühlt quasi ab. Und dann haben sie nochmal eine Möglichkeit, eine Runde zu fahren, um zu sehen, an welchen hätten sie auf was achten müssen. Ich will halt auch, dass ihr Spaß habt. Ich will ja gar nicht gewinnen. Ich will, dass es allen Spaß macht im Endeffekt nur. So, wir sind aber schon wieder auf dem Weg zur Ziellinie. Das ist nicht so gut. Und... Send it. Sehr schön. Uff. Der fährt da runter, der NPC. Okay, tschüss. Dass er die zwei Bullen, die da spazieren gehen, umnietet und ganz dann zum Schluss hier wieder Chaos los ist. Ja. So leid. Ja. Oh, es tut mir so leid, dass du zum Schluss über diesen Stein geflogen bist. Ja, also ich weiß aber nicht, dein was Fahrzeug heute war das so interessant, jetzt, weil im Training eben Alter, war alles der geht's gut einfach nur nach vorne. Keine Ahnung, was jetzt los war. Ja, das ist brutal. Ja, bei mir genauso. Hat Baum tatsächlich. Ja, das gleiche war bei mir auch. 8 Sekunden langsamer als im Training. Ist belastend, wie Sans sagen würde. Okay.